So schön kann Biologie sein. Herzlich willkommen hier zu unserer Live-Führung im Naturkundemuseum Karlsruhe. Ich bin die Petra und ich führe euch heute durch unsere wunderschöne Dauerausstellung Form und Funktion Vorbild Natur. Lebewesen, ihre Körperteile, ihre Organe haben ganz verschiedene Formen und Funktionen. Und deswegen sehen Quallen auch anders aus als eine Tulpe oder ein Regenwurm oder ein Steinpilz oder eine Amöbe. Aber alle Lebewesen folgen einem bestimmten Bauplan. Und unter den Lebewesen gibt es fantastische Baukünstler, von denen sich Ingenieure noch so einiges abschauen können. Und darum geht es heute in unserer Live-Führung. Unsere Quallen hier, es sind übrigens gepunktete Wurzelmundquallen, haben einen eher einfachen Bauplan. Ein paar verschiedene Zelltypen, Drüsenzellen, Nervenzellen, Muskelzellen, ein paar Sinneszellen, dazwischen Glibber, Gallerte. Aber Quallen gibt es schon seit über 500 Millionen Jahren und es sind ganz erfolgreiche Bewohner aller Weltmeere. Was ist also ihr Geheimnis? Es ist wahrscheinlich ein spezieller Zelltyp, den sie haben. Das sind die Nesselzellen. Und diese Zellen sind auch namensgebend für die Gruppe, denn Quallen gehören zu den sogenannten Nesseltieren. Genauso wie Korallen auch. Und diese Nesselzellen stoßen bei Berührung explosionsartig kleine Harpunen aus, die Gift injizieren. In die Beute, in den Feind oder auch in Badegäste. Deswegen sollte man sich vor Quallen im Allgemeinen etwas hüten. Die hier sind für uns harmlos, da können diese kleinen Harpunen unsere Haut nicht durchstoßen, denn die fressen nur mini kleines Plankton, die können uns nichts anhaben. Sehr interessant sind bei den Quallen auch ihre Lebenszyklen. Und das können wir uns mal ein bisschen in einer Grafik anschauen. Denn diese schirmförmigen Quallen, die man auch Medusen nennt, sind nur eine bestimmte Lebensphase bei diesen Tieren. Und zwar die sexuellen Fortpflanzungsstadien. Das heißt sozusagen, die erwachsene Qualle ist quallenförmig, hat diese Medusenform. Die produziert Eizellen, die weiblichen, und die männlichen Samenzellen. Also Ei- und Samenzellen verschmelzen miteinander zu einer Zygote und daraus entwickelt sich eine Larve. Und zwar diese kleine Planula-Larve. Die sucht sich einen geeigneten Untergrund und setzt sich am Boden fest und wird zu einem Polypen. Was ist jetzt ein Polyp? Das sieht ungefähr so aus wie mein Arm. Der Polyp hat einen Stamm, sitzt damit am Boden fest, hat hier oben einen Tentakelkranz, dazwischen eine Mundöffnung, sitzt am Boden und filtriert mit seinen Tentakeln kleines Plankton, Nahrungspartikel, stopft sie sich in den Mund und wächst und gedeiht. Diese Polypen können sich asexuell vermehren. Das heißt, aus diesem Stamm vom Polypen wächst plötzlich ein Klon, ein neuer Polyp, der sich abschnürt und wieder neu festsetzt. Können die auch eine ganze Weile überdauern. Und wenn dann bestimmte Bedingungen eintreten, Temperaturwechsel, sonst irgendwas, Jahreszeit, dann fängt ein Prozess an, den man Strobilation nennt. Und das ist jetzt total verrückt. Dieser Polyp schnürt sich so scheibchenweise ab. Die Scheibchen lösen sich ab vom Polypen und jede Scheibe ist wieder eine kleine Larve, eine sogenannte Ephyra-Larve. Und jede Larve wächst wieder zu so einer Meduse heran. Und frisst und wächst und gedeiht und wird wieder zur erwachsenen Qualle, die dann wieder Eizellen oder Samenzellen produziert. Also das ist wirklich ein sehr interessanter Generationenwechsel, den diese Quallen haben. Aber auch noch andere vermeintlich einfach gebaute Lebewesen haben es in sich, nämlich die Schwämme. Und die gucken wir uns jetzt mal genauer an. Also Schwämme haben wir hier unten und auch hier oben. Das hinten ist kein Schwamm. Und wer jetzt denkt, boah, Schwämme, langweilig, niedere Tiere, sitzen nur am Boden rum, können nichts, filtrieren den ganzen Tag, der hat nur bedingt recht. Denn Schwämme haben schon vor 550 Millionen Jahren Glasfasern erfunden und hätten somit schon vor 550 Millionen Jahren schnelles Internet gehabt, was wir jetzt gerade erst ausbauen. Denn es gibt Schwämme, die
komplexe Skelette ausbilden in Form von Nadeln oder Gittern aus Kalk oder aus Siliziumdioxid. Und das sind die sogenannten Glasschwämme. Siliziumdioxid, auch Silikat, ist eine Verbindung, aus der Glas hergestellt wird. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Dieser olle Schwamm produziert selbst Glas durch Biomineralisation. Und zwar bei niedrigen Temperaturen. Diese Glasschwämme sind meist in über 100 Metern Tiefe. Da hat es 4 Grad, 5 Grad Celsius das Wasser. Und dort stellen die Glas her. Und wenn wir technisch Glas herstellen, brauchen wir eine Schmelze mit 1400 Grad Celsius. Das ist eine Bauleistung, die diese Schwämme haben. Diese Glasschwämme sind, man sieht es an dem linken Glasschwamm hier sehr gut unten, mit so einem Bündel aus Glasfasern im Boden verankert. Und das sind genau diese Glasfasern, die schnelles Internet zu euch nach Hause bringen. Das haben die schon vor 550 Millionen Jahren erfunden. Unter diesen Glasschwämmen gibt es eine besondere Art, Monorhaphis tschuni. Die macht nicht so ein Glasfaserbündel zur Verankerung im Boden, sondern eine einzige riesengroße Skelettnadel aus Glas. Und man hat von einem sehr alten Exemplar die Skelettnadel genauer untersucht. Die war riesig. 3 Meter lang. Eine 3 Meter lange Nadel aus Glas, 1 Zentimeter dick. Und was das Interessante an dieser Skelettnadel ist, die bekommt auch so Zuwachsringe wie ein Baum, wie so Jahresringe. Das heißt, man kann, wenn man sich diese Skelettnadel genauer anschaut, nachvollziehen, wie alt dieser Schwamm ist. Und bei diesem Riesenexemplar hat man sich das genauer angeschaut. Und dieser Schwamm war 11.000 Jahre alt. Also nicht 11 Jahre, nicht 100 Jahre, 11.000 Jahre. Und das ist wiederum total interessant, denn diese Nadel ist ein Klimaarchiv. Man kann mit Isotopenanalyse und Elementanalyse genau sehen, wie war das Klima denn in den letzten 11.000 Jahren, welche Klimaschwankungen gab es, wie waren die Temperaturen am Meeresgrund, war es mal wärmer, war es mal kälter. Und diese Skelettnadel birgt also einen unglaublichen Datenschatz über das Klima der letzten 11.000 Jahre. Also, oh, da kommt schon eine Frage. Aber wenn dieser Schwamm jetzt 11.000 Jahre alt werden konnte, wie alt können denn Schwämme dann werden? Also ich glaube, man hat noch keinen wesentlich älteren gefunden. Das ist der, von dem ich jetzt gelesen habe, das ist der älteste. Also 11.000 Jahre scheint mir so das methusalemische Maximalalter zu sein. Das reicht auch schon. Vielleicht ist auch mal einer 15.000 Jahre alt geworden, aber das ist sowieso, das kann man sich eigentlich überhaupt gar nicht vorstellen. Also bleiben wir mal bei 11.000 Jahre, vielleicht gibt es auch noch einen älteren. Fun Fact zu diesem Glasschwamm noch, dieser Gießkannenschwamm hier. Schwämme bieten mit ihren zahlreichen Hohlräumen, die sie haben, natürlich auch Lebensraum für andere Lebewesen. Und in diesen Gießkannenschwämmen lebt meistens ein Pärchen von Garnelen, also ein Männchen, ein Weibchen von Garnelen. Die kommen als Larve in diesen Schwamm rein. Ihr seht, das ist so ein feines Gitter mit kleinen Löchern. Wenn die klein sind, als Larven, kommen die in diesen Schwamm rein, ein Männchen, ein Weibchen. Und dann sitzen die da drin und da ist es eigentlich ganz gemütlich in so einem Schwamm, denn der strömt ständig Wasser ein, filtert da Kleinstlebewesen und Nahrungspartikel raus. Das heißt, diese Garnelen leben hier mitten im Nahrungsstrom, die müssen selber gar nichts mehr machen, die müssen nur noch den Mund aufmachen. Und das Fressen fliegt ihnen sozusagen in den Mund rein. Und die sind geschützt, keiner sieht sie, keiner frisst sie, wunderbar, die wollen gern im Schwamm leben. Und dann fressen die und werden immer dicker, dann häuten sie sich, dann wachsen sie. Und irgendwann, nach einer nächsten Häutung, sind sie zu groß und passen nicht mehr durch dieses Gitter aus Skelettnadeln durch. Und dann sind sie gefangen in diesem Schwamm. Und deswegen nennt man diesen Schwamm auch Gefängnis der Ehe. Makaber, makaber. Und diese Schwämme sind in Japan, vor dessen Küste sie auch wachsen, beliebte Hochzeitsgeschenke. Also ich weiß nicht, ob ich so einen zur Hochzeit hätte bekommen wollen. Ein Gefängnis der Ehe. So, also ihr seht, Lebewesen sind aus verschiedenen Materialien aufgebaut. Und diese Glasschwämme verwenden Silikat, Pflanzen, Zellulose, Pilze, bauen Chitin ein, wie auch Insekten oder andere Gliederfüßer. Und ein besonderes Baumaterial möchte ich euch heute hier nochmal genauer vorstellen. Und zwar
das Baumaterial von Knochen und auch von Zähnen und auch von Geweih. Und das ist Hydroxylapatit. Und dieses Hydroxylapatit ist ein Mineral, das im Wesentlichen aus Calciumphosphat besteht und diese Strukturen, also Knochen, Zähne, Geweih, hart macht. Und neben diesem Mineral gibt es dann auch noch organische Anteile wie Proteine, Kollagen, das macht das Ganze dann wieder etwas geschmeidiger, Fett, Wasser und so weiter. Und je nachdem, wie hoch dieser mineralische Anteil ist, ist das Ganze härter oder etwas weicher. Also zum Beispiel Knochen besteht zu 40% aus diesem Hydroxylapatit und der Rest ist Fett, Protein, Wasser und so weiter. Das Dentin, das Zahnbein, ihr seht hier gerade den Kiefer eines kleinen Elefanten, da sehen wir schöne Zähne und im Hintergrund, was so quer durchläuft, ist der Stoßzahn eines Elefanten. Also das Dentin, also dieser Zahnkörper, aus dem unsere Zähne aufgebaut sind, das besteht schon zu 70% aus diesem Hydroxylapatit, ist also deutlich härter als Knochen. Und der Zahnschmelz, das ist das härteste Material in unserem Körper, besteht zu 95% aus diesem Material. Also Knochen, Zähne und Geweih sind eigentlich aus dem gleichen Material aufgebaut, aber in unterschiedlicher Zusammensetzung. Und somit können sie unterschiedliche Formen und Funktionen annehmen. Und das ist wiederum ganz schlau. Und da die Natur immer ressourcenschonend arbeitet, wir schauen uns mal diesen aufgesägten Oberschenkelknochen genauer an, verschwendet die kein Material. Das heißt, so ein Knochen, so ein großer Röhrenknochen, ist nicht massiv aus Knochenmaterial, sondern ihr seht, das sind so feine Fädchen, so kleine Bälkchen, dieses Knochenmaterial, vor allem in Richtung der Gelenke dann. Der Knochen ist aber trotzdem sehr stabil. Denn dieses Knochenmaterial wird genau da angelagert, wo man es für die Stabilität braucht, nämlich entlang solcher Druck- oder Spannungslinien. Und an anderer Stelle, wo keine Drücke und keine Spannungen herrschen, wird Material abgebaut oder gar nicht erst aufgebaut. Und somit kann man sehr ressourcen- und materialschonend ein sehr stabiles Gebilde aufbauen. Und davon können Ingenieure auf jeden Fall was lernen. Und solche Prinzipien schauen sie sich auch schon seit 150 Jahren ab. Wir schauen uns mal hier oben, ich glaube, das hatten wir noch nicht im Bild, diese Geweihe an. Da haben wir das Geweih eines Rothirsches ganz oben in der Mitte von einem Karibu, also einem Rentier aus Nordamerika und unten noch ein kleines Geweih von einem Rehbock. Geweih ist also auch aus Knochenmaterial aufgebaut. Das tragen die männlichen Hirsche und es dient als Waffe, auch für Imponiergehabe. Da ist mal wieder das Motto, wer den größten hat, ist am sexiesten für die Damenwelt. Also der männliche Hirsch mit dem größten Geweih, der ist irgendwie besonders attraktiv für die Hirschkühe, für die Damenwelt. Und dieses Geweih wird auch jährlich abgeworfen und man sieht es an diesem Karibu, das ist ein Riesending, das ist massiv, auch Material, was man da aufbauen muss. Das heißt, der Hirsch, der dieses Riesengeweih hat, der kann es sich einfach leisten, der ist fit, der ist vital, dem ist es wurscht, dass er so ein Riesending aufbauen muss, der ist immer noch fit und er kann, nachdem er damit dann zur Brunftzeit gekämpft hat und sexy ausgesehen hat und den Damen imponiert hat, kann er sich auch leisten, es einfach wegzuschmeißen. Dann braucht er es nämlich nicht mehr und baut es dann ab nächstem Frühjahr wieder auf. Die einzige Ausnahme bilden die Rentiere. Da haben auch die weiblichen Rentiere ein kleines Geweih. Das ist deutlich kleiner als das der Männchen, aber es ist da. So, und jetzt erzähle ich euch mal was. Ich erzähle euch mal eine Geschichte vom Weihnachtsmann. Also, wer noch an den Weihnachtsmann glaubt, fängt spätestens jetzt an zu zweifeln. Ihr kennt diese Bilder von Santa Claus, der im Schlitten fährt und sein Schlitten wird von Rentieren gezogen mit riesigen Geweihen. Und Rudolf ist das mit der roten Nase, also das ist ein besonderes männliches Rentier, das mit vollem großem Geweih den Schlitten vom Weihnachtsmann zieht. Rentiere werfen im Herbst ihre Geweihe ab, die männlichen Rentiere, und somit haben die im Winter zur Weihnachtszeit überhaupt gar kein Geweih. Also spätestens jetzt sollte man am Weihnachtsmann zweifeln und an Rudolf. Rudolf ist vielleicht eine Rudolfine, weil die Weibchen werfen ihr Geweih erst nach dem Winter ab. Muss auch mal gesagt werden.
Zähne können aber auch als Imponierwaffe oder als Waffe auch dienen, wie zum Beispiel bei diesem Hirscheber. Ihr seht, der hat irgendwie total verrückte Zähne. Ich hoffe, man sieht es. So ein Hirscheber, ich kann euch auch mal ein Bild von einer Dermoplastik hier zeigen, wenn man das hoffentlich sehen kann. Der hat total verrückte Eckzähne. Wie für männliche Schweine üblich, hat er verlängerte Eckzähne. Aber, und das seht ihr hier, die wachsen nicht seitlich aus der Mundspalte heraus, sondern die oberen Eckzähne wachsen hier direkt nach oben. Und man sieht es auch gut am Skelett. Und dabei, ouch, ouch, durchbrechen sie die Rüsseldecke. Das heißt, die wachsen durch diese Rüsseldecke durch nach oben. Dann kringeln sie sich so ein bisschen ein, biegen sich um, wachsen wieder zurück Richtung Stirn und Nasenbein in so einem Bogen. Also je älter dieser Hirscheber wird, desto länger werden die Zähne, die wachsen ständig weiter. Jetzt kommt es gar nicht mal so selten vor, dass so ein Zahn die Kurve nicht richtig kriegt und dann geradewegs auf Stirn oder Nasenbein zuwächst, wie man zum Beispiel hier sieht. Das ist blöd. Jetzt wächst er auf die Stirn zu und wächst immer weiter und durchbohrt irgendwann die Haut und irgendwann auch den Knochen. Unter diesem Druck baut sich nämlich dann das Knochenmaterial ab und der Zahn wächst immer weiter und irgendwann hat sich diese Hirscheber selbst das Gehirn gepierst und sein Zahn ist ihm ins Gehirn gewachsen. Das ist jetzt irgendwie nicht so ein schlauer Baukünstler, dieser Hirscheber. Aber das passiert. Und das ist jetzt aus evolutiver Sicht auch überhaupt nicht weiter relevant, weil bis der Zahn dieses Hirschebers diese Länge erreicht hat, ist er schon alt und hat sich schon lang reproduziert, hat sich also fortgepflanzt, viele Babys gemacht und somit ist es kein Merkmal, was ihn weniger fit sein lässt oder was ihn daran hindert, sich fortzupflanzen. Okay, das ist mal ein Beispiel für nicht so schlaue Baukünstler. Aber nicht nur Tiere sind schlaue Baukünstler, sondern und vor allem auch Pflanzen. Und da gucken wir uns auch mal was an. Wir haben hier eine wunderbare, riesengroße Stammscheibe eines Mammutbaums, eines Küstenmammutbaums aus Kalifornien. Und diese Scheibe ist in 12 Metern Höhe aus dem Stamm entnommen worden. 12 Meter Höhe. Das heißt, viele heimische Laubbäume erreichen überhaupt gar nicht diese Höhe. Da hat man diese Baumscheibe entnommen und sie hat in 12 Metern Höhe einen Durchmesser von gut 2,20 Meter. Das heißt, unten am Grund war dieser Baum noch größer. Jetzt weiß jeder, jedes Kind weiß, ein Baumstamm ist aus Holz. Aber weiß denn auch jeder, was Holz eigentlich ist? Das ist nämlich schon eine etwas interessantere Frage. Und zwar ist Holz ein extrem intelligenter Verbundwerkstoff mit Leitungsfunktion, sage ich jetzt einfach mal. Ein Baumstamm besteht aus den toten, wasserleitenden Zellen des Baumes. Das heißt, Wasser muss bei einem Baum ja von den Wurzeln, da wird das Wasser aufgenommen, einmal durch den ganzen Organismus transportiert werden, bis in die Baumkrone, bis zu den Blättern. Und dort gibt es kleine Poren in den Blättern und da verdunstet das Wasser. Und das Wasser wird in ganz feinen, kleinen Röhren transportiert, die von diesen Zellen gebildet werden. In diesen Zellwänden ist neben Zellulose, was das Baumaterial von Pflanzen ist, noch Lignin eingelagert. Das macht das Ganze noch fester, noch härter. Und dieses Lignin ist der Grund, warum Pflanzen sich überhaupt aufrichten können, warum überhaupt Bäume so hoch werden können, weil die ganz durch dieses Lignin ganz feste Zellwände bekommen und somit in die Höhe wachsen können, stabil und mächtig und über viele Jahre stehen können, jedem Sturm trotzen können. Also ein Verbundwerkstoff aus Zellulose und Lignin in diesen Zellwänden. Die Zellen sterben ab, die festen Zellwände bleiben, ganz viele Zellen hintereinander bilden lange Röhren. Und in diesen Röhren wird das Wasser transportiert, von der Wurzel bis zu den Blättern hoch. Und solche Mammutbäume können über 100 Meter hoch werden. Das heißt, dieses Wasser muss von den feinen Wurzeln, vielleicht auch also aus der Erde, über 100 Meter hoch bis zur Baumkrone transportiert werden. Und das ist eine enorme Pumpleistung, die da passiert. 100 Meter in die Höhe und das Ganze in so winzig feinen Röhrchen. Und diese Pumpleistung wird nur durch einen Kapillareffekt
erreicht und durch Transpiration. Das heißt, an den Blättern verdunstet das Wasser, da streicht der Wind drüber und das sorgt dann einfach für den Sog über den Kapillareffekt. Das ist eine enorme Leistung. Mammutbäume können auch recht alt werden, das wisst ihr auch. Unser Baum hier war noch relativ jung. Ich habe hier so kleine Jahreszahlen eingepinnt. Ihr seht, 1969 ist er umgestürzt, der Baum. Da gab es ein winterliches Hochwasser und Stürme. Da ist er umgestürzt in Kalifornien. Und wenn man dann die Jahresringe zählt, dann kommt man irgendwann mal zur Mitte und dann sieht man, dass der Baum im Jahr 1266 gekeimt ist. Also irgendwo in der Mitte des dunklen Mittelalters. Der hat schon einiges erlebt. Er ist 703 Jahre alt geworden. Und das kann man eben an diesen Jahresringen ablesen. Und Jahresringe gibt es bei Bäumen immer dann, wenn es im Lauf eines Jahres eine Ruhephase gibt, wo der Baum nicht wächst. Also bei uns im Winter, da wo er herstammt in Kalifornien, sind die Winter zwar frostfrei, aber es gibt dort auch eine Ruhephase. Und im Frühjahr, wenn der Baum austreibt, könnt ihr euch vorstellen, explosionsartig kommen die Blätter als Knospen. Man braucht explosionsartig ziemlich viel Wasser oben an den Blättern und Nährsalze und so weiter, um dieses Blattmaterial aufzubauen. Das heißt, die Röhrchen, die da gebaut werden im Frühjahr, sind sehr großlumig. Das heißt, sie haben sehr weiten Durchmesser. Und es ist egal, ob sie wahnsinnig stabil sind oder nicht. Hauptsache, sie sind groß und die haben dünne Zellwände. Und das ist der helle Teil eines Jahresringes. Ich hoffe, das kann man gut sehen. Hier haben wir so dicke Jahresringe. Also dieser helle Anteil, der ist das Holz, was im Frühjahr gebildet wird. Und dann im Sommer irgendwann mal wird nicht mehr so viel Wasser benötigt. Da sind alle Blätter da, da beruhigt sich alles wieder. Und da setzt der Baum dann auf Stabilität und lagert sehr viel Lignin in die Zellwände ein. Die Zellwände werden verdickt. Der Baum wächst sehr viel langsamer. Der Röhrendurchmesser wird kleiner und er baut auf Stabilität. Und das ist dieser dunkle Anteil eines Jahresringes. Und dieses Holz ist auch sehr viel härter. Das heißt, ein Jahr wird mit einem hellen und einem dunklen Jahresring hier, oder einem hellen und einem dunklen Ring abgebildet in einem Jahresring. Bäume sind aber auch noch aus einem ganz anderen Aspekt interessant. Und da schauen wir uns mal das hier an. Das ist eine Astgabel. Und jetzt fragt ihr euch, hey, was ist denn das Besondere an einer Astgabel? Aber man kann alles wissenschaftlich untersuchen und interessant ist alles. Astgabeln haben hier immer eine ganz besondere Rundung. Sie sind nicht eckig und sie sind nicht besonders spitz, haben keinen spitzen Winkel, sondern eine bestimmte Rundung. Und das ist eigentlich immer so. Und diese Kerbe ist relativ spannungsarm. Das heißt, wenn jetzt diese Astgabel eckig wäre oder spitz, dann gäbe es immer solche Kerbspannungen, wo also hohe Kräfte wirken, wo dann dieser Ast abbrechen würde. Und dadurch, dass diese Kerbe so abgerundet wird und einer bestimmten Form folgt, werden diese hohen Spannungsspitzen gemildert und das Ganze wird optimiert. Und das haben sich natürlich auch ein paar Ingenieure und ein paar Wissenschaftler genauer angeschaut. Das kann man natürlich für Bauteile auch nutzen. Und es gibt, oder ich glaube, mittlerweile gab es ihn, er ist schon im Ruhestand, ein Professor hier am KIT in Karlsruhe, der Professor Mattek, der das intensiv ein Forscherleben lang untersucht hat. Und der hat es hier jetzt auch in einem Buch mal ein bisschen gezeichnet. Also wenn man so eine eckige Kerbe hat, dann tritt hier in den Ecken eine hohe Kerbspannung auf. Wenn man das Ganze abrundet, ist es immer noch. Aber wenn man dieser Form der Bäume folgt, und die kann man eben berechnen, dann ist das Ganze optimiert und frei von solchen Spannungsspitzen. Und siehe da, wenn man da ein bisschen mit offenen Augen durch die Natur läuft, dann findet man dieselbe Rundung zum Beispiel auch bei einem Hirschgeweih oder bei Knochen oder bei anderen Objekten aus der Natur. Das heißt, es scheint ein allgemeingültiges Prinzip zu sein, diese Kerbspannungen niedrig zu halten. Und dieses Prinzip, das überträgt man natürlich auch auf Bauteile, also zum Beispiel auch auf orthopädische Schrauben, die am Gewinde, also jetzt auch keine scharfe Kerbe haben, sondern so leicht abgerundet sind, damit sie stabiler sind. Denn keiner will eine Schraube im Knochen haben, die, wenn ich mal die Treppe runterhüpfe, gleich bricht. Deswegen schaut man sich da das Prinzip von der Natur ab. Und dieser Professor Mattek hat auch noch einen zweiten Clou gelandet. Er hat sich nicht nur die Astgabeln genauer angeschaut, sondern überhaupt
angeschaut, wie und wo lagert denn der Baum Materialien an und sich vielleicht auch mal den einen oder anderen Knochen angeschaut, den ich euch vorher auch gezeigt habe und gesehen, wenn man jetzt Material nur dort anlagert, wo man es wirklich braucht, also entlang solcher Spannungslinien, kann man ganz viel Material einsparen, ohne Stabilität zu verlieren. Und auch den Bereichen, wo keine Spannungen auftreten, muss man überhaupt gar kein Material verschwenden. Und die Stabilität bleibt trotzdem erhalten. Und daraus hat er Computerprogramme entwickelt, also zum einen diese Kerben optimieren, zum anderen die Form optimieren, alles weglassen, was man nicht braucht und nur da Material machen, wo man es braucht. Und es gibt nahezu kein Bauteil an unseren Autos, was nicht durch diese beiden Computerprogramme gelaufen ist. Denn da kann man richtig ressourcenschonend und materialschonend und gewichtssparende Bauteile entwickeln. Ist also damit berühmt geworden. Also es lohnt sich, mit offenen Augen durch die Natur zu gehen, kann man gutes Geld verdienen, wenn man die richtige Idee hat. So, Pflanzen sind aber nicht nur Baukünstler, sondern sie sind teilweise auch ihre eigene Putzkolonne, ihr eigener Reinigungsdienst. Es gibt nämlich selbstreinigende Oberflächen bei Pflanzen, auch bei Tieren. Aber ich möchte euch heute hier den Lotus-Effekt noch ein bisschen genauer vorstellen. Der ist weithin bekannt. Lotus-Effekt, klar, da wird irgendwas nicht schmutzig. Und die Lotuspflanze ist in Asien ein Symbol der Reinheit, denn sie wird niemals wirklich schmutzig und auch niemals nass. Ich kann euch das mal hier mit so einer Spritzflasche demonstrieren. Ich hoffe, ihr seht das. Das Wasser perlt hier einfach ab. Das Blatt wird überhaupt gar nicht nass. Ich kann das dann auch mal so ein bisschen auffangen hier. Dann kann man das hier so ein bisschen rumwabern lassen und am Ende kullert das wieder runter und das Blatt ist ganz trocken. Und jetzt denkt ihr euch vielleicht, vielleicht ist der Lotus besonders glatt, denn von glatten Oberflächen kann ja Wasser viel leichter abperlen als von rauen Oberflächen. Aber das stimmt in dem Fall nicht. In dem Fall baut die Lotuspflanze auf eine Rauigkeit im mikroskopischen Bereich. Und wir haben hier ein Modell, wo man das ganz gut sieht. Das ist jetzt 5000-fach vergrößert, die Oberfläche eines Lotusblattes. Also diese große Kugel hier ist ein Wassertropfen und das hier im unteren Bereich, das ist die Blattoberfläche. Und ihr seht, die ist überhaupt gar nicht glatt. Die hat hier so richtige Zipfel, so richtige Noppen. Und das ist das erste Geheimnis dieses Lotus-Effektes. Das Blatt ist nicht glatt, sondern hat solche Noppen. Der zweite, das ist dieses, was aussieht wie so Kokosflocken hier auf diesen Noppen. Das sind Wachskristalle, nadelförmige Wachskristalle, die auf diesen Noppen drauf sind. Und Wachs ist wasserabweisend. Das wisst ihr vielleicht, wenn man mal eine Kerze ausschüttet oder so. Wasser drüber kippt, das wird nicht nass. Das heißt, diese Oberfläche ist wasserabweisend durch diese Wachsnadeln und sie ist so genoppt, sodass ein Wassertropfen überhaupt gar nicht flächig diese Blattoberfläche berührt, sondern nur diese Spitzen dieser Noppen und da nur auf diesen Wachsnadeln steht, sage ich jetzt mal. Und diese Wachsnadeln sind wasserabweisend. Dadurch kugelt sich dann dieser Wassertropfen ab, weil er überhaupt gar keine Fläche findet, wo er sich ausbreiten kann. Und dieser Wassertropfen liegt quasi wie ein Fark hier auf dem Nadelbrett auf diesen Wachskristallen und kommt eigentlich überhaupt gar nicht in Kontakt mit der eigentlichen flächigen Blattoberfläche. Und deswegen kugelt er sich ab, deswegen kann er einfach abperlen. Und wenn das Wasser abhält, dann reißt es Schmutzpartikel mit sich oder Pilzsporen oder Bakterien, was natürlich der Lotus nicht auf seinem Blatt haben will, weil das natürlich auch immer eine Gefahr von Gammeln ist. Wenn da Pilze drauf sind und Bakterien, dann gammelt das Blatt. Wenn Schmutz drauf liegt, dann schattet es die Sonne ab. Und der Lotus möchte natürlich möglichst viel Sonnenlicht, um gut Photosynthese zu machen. Also das ist die Selbstreinigung des Lotusblattes. Wir müssen aber gar nicht bis nach Asien reisen. Es gibt auch heimische Pflanzen, die diesen Lotus-Effekt haben, zum Beispiel Brunnenkresse.
Oder auch Kohl. Also einfach so ein oller, ordinärer Weißkohl oder Rotkohl. Könnt ihr mal ausprobieren. Habt ihr schon mal versucht, Brokkoli zu waschen? Geht nicht, wird nicht nass. Die sind auch mit solchen Wachskristallen überzogen, haben aber nicht diese Noppen, sondern eine ebene Blattoberfläche mit diesen Wachskristallen. Das stört den Kohl nicht, weil bei uns ist es nicht so feucht wie in den Tropen, da ist es kein Problem. Aber das merkt ihr auch, wenn ihr an so einem Rotkohlblatt mal mit dem Finger lang streicht, dann wird der dunkler. Und dann wischt ihr diese Wachskristalle weg. Das heißt, an dieser Stelle sind die Wachskristalle dann weg und da kann Wasser dann anhaften auf den Blättern, bis der Kohl diese Wachskristalle wieder regeneriert hat. Und das ist auch ein Vorteil von diesem echten Lotus-Effekt mit den Noppen. Durch Abrasion, das heißt, wenn man über dieses Blatt wischt, dann wischt man immer nur über diese Spitzen der Noppen. Und das ist natürlich eine viel kleinere Fläche, wo dann diese Wachskristalle abgerieben werden. Und somit hat der Lotus nur eine sehr kleine Fläche, wo er diese Wachskristalle wieder regenerieren muss. Im Gegensatz zum Kohl. Der hat irgendwie Pech gehabt. Der muss da mehr Leistung dann bringen, um diese Wachskristalle wieder zu regenerieren. Also Lotus-Effekt, total bekannt, ist auch auf verschiedene Materialien übertragen worden. Allerdings Vorsicht, viele Objekte werben mit Lotus-Effekt, aber das sind dann irgendwelche besonderen Beschichtungen oder so, wo das Wasser einfach ein bisschen abperlt, was aber mit der Zeit sich abreibt und nicht lang funktioniert bei Badezimmerkeramik oder bei Duschwänden oder so. Und dieses echte Lotusprinzip, das hat sich der Wissenschaftler, der das Ganze entdeckt und beschrieben hat, auch patentieren lassen, gibt es eigentlich nur bei Dachziegeln. Ist auf so Löffel und so weiter übertragen worden, Honiglöffel. Da kann man dann den Honig rauslöffeln und dieser Honig bleibt nie am Löffel kleben, sondern rutscht einfach runter und der Löffel ist hinterher sauber. Entschuldigung, das habe ich vergessen, Fassadenfarbe. Lotusan ist eine Fassadenfarbe, wo eben auch so Partikel drin sind, die, wenn die Fassade trocknet, ähnlich wie diese Noppen und Wachskristalle vom Lotusblatt sind. Und dann gibt es keine Algenbildung und keine Pilzbildung und Flechten und so weiter auf Fassaden. Die haben einen richtigen Lotus-Effekt dann. Das ist eine coole Sache. Nicht minder bekannt als der Lotus-Effekt ist der Haihaut-Effekt. Und wir haben hier zwei wunderbare Haie in unserem Aquarium. Wie bestellt, schwimmen sie jetzt auch gerade durchs Bild. Und da will ich jetzt mal ein bisschen angeben, wir haben hier in Karlsruhe Deutschlands größtes lebendes Korallenriff in diesem Aquarium. Und es ist natürlich auch das Schönste, nicht nur das Größte, ist ja klar. Und in diesem Korallenriff leben auch zwei Schwarzspitzenriffhaie, ein Männchen und ein Weibchen. Das Männchen heißt Kalli. Das ist etwas kleiner, das ist jetzt im Hintergrund vom Becken zu sehen und hier im Vordergrund schwimmt gerade die Dame vorbei, die Carla heißt. Und Haie schwimmen sehr viel energieärmer und effizienter durch die Weltmeere, als man eigentlich oder was man eigentlich erwarten würde bei einem Fisch dieser Größe. Und das war auch bekannt und dann hat man das mal genauer untersucht, woran das liegt. Das ist dieser sogenannte Hai-Haut-Effekt. Das heißt, die haben eine ganz besondere Haut, eine ganz besondere Oberflächenstruktur an dieser Haut, wodurch sie energiesparend schwimmen können. Und da man das jetzt an unseren beiden schönen Haien nicht genau sieht, habe ich euch was anderes mitgebracht, wo wir das besser sehen. Ein Hai ist ein Fisch hat Schuppen. So, das sind, wer schon mal eine Forelle gegessen hat, weiß, oder einen Lachs, wo die Haut noch dran war, der weiß, das sind so kleine runde Plättchen, die man dann aus dem Mund wieder rausfusseln will. Das sind ganz hauchdünne Knochenplättchen. Es ist aber so, dass ein Hai leider kein Knochenfisch ist, sondern ein Knorpelfisch. Er hat also nicht diese Knochenplättchen als Schuppen, sondern hat spezielle Schuppen, die man auch Hautzähnchen nennt. Und jetzt rattert es bei euch im Oberstübchen. Ah, Zähne und Knochen war doch sowieso irgendwie ein ähnliches Material oder das gleiche Material. Und so ist es auch. Diese Schuppen von Haien sind eigentlich genauso aufgebaut wie Zähne, also auch aus diesem Material, auch im Aufbau. Und die überziehen aber die gesamte Haihaut, diese Zähnchen. Und da gibt es Haie, da sieht man das auch besonders gut. Ich hoffe, das kann man jetzt mit der Kamera hier einfangen. Das ist die Haut eines Grönlandhaies. Den möchte man jetzt nicht gerade streicheln.
Der hat richtig fiese, kleine Hautzähnchen, kegelförmig und super spitz. Wenn man von vorn nach hinten streicht, geht's, aber wehe, man streicht von hinten nach vorn, dann pieken die einen ganz schön in den Finger. Dieser Hai, ich habe schon gesagt, gehört zu den Schlafhaien, der ist nicht besonders schnell unterwegs im Meer. Der braucht keine speziellen Schuppen, die ihn schneller machen, der dümpelt einfach total langsam durch die Weltmeere. Der braucht diese Schuppen dafür, dass sich nicht irgendwelche Aufwuchsorganismen auf ihm breit machen, wie Seepocken oder Algen oder Muscheln oder was alles immer an Meeresfelsen oder so sich festheftet. Und diese spitzen, hakenförmigen Zähnchen schützen seine Haut davor, dass sich andere Organismen auf ihn draufhocken und festwachsen. Wenn man jetzt aber ein schnell schwimmender Hai des Freiwassers ist, dann hat man nicht das Problem, dass irgendwas auf einem drauf wächst, sondern man hat das Problem, dass man energiearm durchs Wasser gleiten will. Und dann haben diese Hautzähnchen eine ganz andere Struktur und sehen nämlich so aus. Das sind also so kleine Plättchen, die so Erhebungen haben, so Grate, und dazwischen sind so Täler, Rillen und dann wieder so eine Erhebung. Und diese Hautzähnchen sind dann so angeordnet, dass es von vorn nach hinten so durchlaufende Rillen gibt. Und die hat man mal genauer angeschaut, was die für eine Funktion haben. Und zwar, wenn Wasser an einem Körper entlang strömt, dann gibt es Verwirbelungen. Und diese Verwirbelungen erhöhen die Reibung. Wenn jetzt das Wasser an dieser Haihaut und an diesen Hautzähnchen vorbei strömt, wird es in diese Rillen gezwängt und umfließt ganz ruhig innerhalb dieser Bahn, diese Rillen, diesen Haikörper. Und es gibt keine starken Verwirbelungen. Und das senkt die Reibung und somit muss man weniger Kraft aufwenden, um schnell zu schwimmen. Und diese ganzen schnell schwimmenden Hochseehaie haben solche Hautzähnchen mit dieser Rillenstruktur. Man nennt das auch Riblets. So, und überall da, wo irgendwas energieeffizient schwimmt oder fliegt, da werden die Ingenieure immer hellhörig. Und so auch bei diesen Haien. Und haben diese Rillen genauer untersucht und haben die nachgebastelt. Zum einen mit einer Folie, na, jetzt klebt das hier, die dann so aussieht im Elektronenmikroskop. Also eine Folie, die auch solche Rillen hat. Man kann das Ganze aber auch mit einem Lack nachahmen, der dann der so Partikel enthält, und beim Aushärten entstehen dann auch solche Rillen. Und klar, das kann man auf Schiffe aufstreichen, diesen Lack oder diese Folie ankleben, und dann können auch Schiffe energieeffizienter durchs Meer schwimmen und Treibstoff einsparen. Und das macht man auch. Das haben viele große Containerschiffe. Ende der 80er Jahre und Anfang der 90er Jahre wurden diese Lacke auch berühmt, weil beim America's Cup, bei diesen Segeljacht-Wettrennen, auch immer wieder Yachten gewonnen haben, die diesen Lack oder diese Folie benutzt haben. Also die sind einfach etwas schneller. Was im Wasser funktioniert, funktioniert eventuell auch in der Luft. Und man hat dann Anfang der 90er Jahre diese Riblet-Folie auf einen Airbus, auf ein großes Flugzeug geklebt. Und siehe da, auch da sind ein paar Prozent, 4, 5, 6 Prozent Kerosin eingespart worden, was richtig viel ist. Bei dem heutigen Flugverkehr würde man im Jahr, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, ich habe das vorher noch mal kurz nachgelesen, 7 Millionen oder 7 Milliarden, ich weiß gar nicht mehr, Liter Kerosin einsparen, also enorm viel. Das würde sich lohnen. Aber man hat damals in den 90er Jahren schon gemerkt, ganz so einfach ist es doch nicht. Da müsste man noch ein bisschen Materialstudien betreiben, denn diese Folie auf diesem Flugzeug geht einfach schnell kaputt. Flugzeuge landen in Kairo, da hat es 50 Grad, dann fliegen die 10.000 Meter hoch, da hat es minus 30 Grad. Das muss ein Material auch erstmal aushalten. Dann diese starke UV-Einstrahlung in dieser Höhe, da gehen diese Folien einfach kaputt. Erschwerend kam noch hinzu, dass wenn ein Flugzeug komplett mit Folie beklebt ist, man überhaupt gar nicht sieht, wenn was kaputt ist. Ein feiner Riss im Flugzeugrumpf oder so, den würde man gar nicht sehen. Das heißt, Wartungsarbeiten waren sehr erschwert und die Sicherheit dann nicht mehr gewährleistet. Deswegen hat man das mit diesen Folien wieder gelassen. Da hätte man sehr viel Forschung reinstecken müssen, was sich dann offensichtlich nicht gelohnt hat. Dann hat man das wieder gelassen. Aber vielleicht kommt das ja wieder, wenn uns irgendwann mal das Erdöl knapp wird und das dauert nicht mehr so lang, dass wir wieder treibstoffsparender handeln müssen.
Ich glaube, zum Schluss schauen wir uns die echten Haie nochmal an. Denn auch unser Korallenriff birgt sehr viel Schönheit. Und ich lade euch alle ein, mal zu uns zu kommen und euch einfach mal hier vor dieses Korallenriff eine Weile zu stellen und dem bunten Treiben zuzuschauen. Denn so schön kann Biologie sein. Ich bin am Ende meiner Führung. Ich habe 40 Minuten geredet, das reicht erstmal. Wenn ihr Lust habt, noch in dieser Ausstellung ein bisschen mehr zu erfahren, dann schaut in 2 Wochen wieder rein. Da kommt dann der zweite Teil dieser Ausstellung mit dem Titel Sinnesrausch und Fortbewegung. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann in 2 Wochen wieder einschaltet bei unserer Live-Führung am 17. September. Wie immer, wenn ihr euch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr die mittlerweile jetzt uns auch ganz offiziell stellen, nämlich mit der E-Mail-Adresse nachgefragt@smnk.de. Könnt ihr alle Fragen, die euch unter den Nägeln brennen, stellen und wir versuchen sie dann zu beantworten. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich hoffe, ihr findet die Biologie genauso schön wie ich. Und wir sehen uns hoffentlich in 2 Wochen wieder. Tschüss!